und weiter mit dem 18. Teil dieses Let's Plays, manche. Also, leckt erstmal wirklich mal. Was haben wir gehabt hier? Wie, das müssen wir runterstellen. Helligkeit müssen wir auf hell einstellen. Das muss also neu gerät werden. Das ist immer noch. Also, das ist ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein bisschen ja. Ich bin Stiefel. Oder im Strom angeschlossen. Ja. Dann ein paar Goldbarren rausholen. Daraus schon mal Goldblöcke machen. So, schon mal ein paar Goldblöcke herstellen. Wie hat es Gott sogar immerhin? Jetzt hier oben. Hier noch höher bauen, also ich muss auf jeden Fall nicht zusammenlaufen lassen. Na, gleich zweimal verbaut. Das reicht. Jetzt komme ich hier noch unten durchgraben. Von unten setzen und ein Dachboden von oben fertig. Das sieht doch auch schön aus, wie aus Goldblöcken so ein Dachboden zu bauen. Dann werde ich einen bestimmten Nutzen dann hier rausfinden. Ich glaube, hier könnte ich einen Zaubertisch platzieren. Hier könnte ich mal mit dem Bett dann zufällig schlafen. Und das Bett mal oben hin. Hier läuft dann hin. Dann müssen wir treffen. Gucken, wie weit das ist. Vielleicht das Slime, das spawnt da schon was. Guck erstmal danach. Hier hat man hier mal Lava. Da scheint hier noch nichts zu spawnen. Hier ist das geehrt. Um das alles wegzukriegen, alles zu voll zu ersetzen, ein bisschen brauchen. Was wollte ich denn machen? Ich wollte ja erstmal die Deko-Laternen machen, aber dafür habe ich noch nicht genug Kürbisse. Deswegen muss ich mir erstmal eine Kürbisfarm bauen. Ja, das verwirrt dann den Weg. Nett. Hier irgendwo. Das ist ja auch noch. Die sind drunter versteckt. Hier müssen wir Helligkeit machen. Hier muss ich noch ein paar Fackeln rein. Damit ich kein Skelett mehr spawnen kann.
Nein, mit der Hacke. Hacke. Und Inventar ist noch nicht voll. Ah, komm jetzt wieder hoch. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, auch, dass da ein Skelett drin war. Ups, da bin ich auf die Windows-Taste gekommen, dann komme ich da mal auf dieses alles andere Menü. Birkenholz zu gewinnen. Komm, ein paar Minuten nochmal her. Wie weit ist das jetzt mit dem Kürbissen? Einer ist wieder gewachsen. Wenn ich daraus jetzt mal wieder Kürbiskerne machen. 8 Stück immerhin. Wieder diese 3 sind jetzt voll gewachsen. Jetzt habe ich da jetzt nochmal ein paar weitere platziert. Das Zuckerrohr ist auch schon wieder fertig. Okay, wir müssen hier nochmal eine Truhe hin. Erstmal muss ich da oben zu craften können. Das ist ein bisschen besser gestalten. Ich glaube, ich werde das vielleicht mal oder wahrscheinlich mal umgestalten. Also eine weitere Truhe herstellen. Ich nehme einfach mal Akazienholz, weil ich jetzt so viel habe. Eine Doppeltruhe und hier Gold erstmal aus dem Öfen rausholen. Wie ich das denn in die Goldtruhe packen kann. Das ist so viel leer. Wir wollen mal Goldbarren hier wieder hermachen. Da ist Golderz drinne. Was ich hier rein kann. Da habe ich noch Lapis und Redstone. Eine Lapis-Platz um die volle Truhe. Kohle habe ich nicht viel. Redstone ist auch nicht viel. Ich glaube, ich will jetzt mal hier eine Truhe platzieren. Wie viel es Weizen und die Setzlänge sind. Schwarz Eichenholz brauche ich gerade auch. Weil das nehme ich mit, ich nehme hier Holz nicht mit. Ein Knochen, weil da nur das Skelett in mir drin war. Hier kommt auch noch eine Truhe hin. Wohin jetzt mit der? Eisen eingraben. Da kommen jetzt die ganzen Sachen, die ich hier rausfarme. Hier das Zuckerrohr. Und die Kürbisse hier. Die beides Kürbisse. Die Melonen sollen ja auch nochmal kommen. Habe ich eigentlich noch keine. Da muss ich erstmal. Hier ist der Zombie Dungeon, den ich ausgegraben habe. Eine Höhle. Hier scheint aber nicht wirklich was los zu sein. Diamanten hier. Ja, die Diamanthacke da. Aber irgendwie möchte man wissen, was passiert, wenn man eine mit Silk Touch verzauberte Spitzhacke. Wie soll das ein Schwarzeisenbaum machen? Wir sollten hier ein bisschen Freiraum machen und den Schwarzeichen.
jetzt wieder zwei Birkensetzlinge geben. Und da packt ihr auch ein Schwarzeichensetzlinge rein. Ihr Brot nehme ich mit. Oder das Brot nehme ich mit. Das Holz, um einfach dazu zu machen. Könnte ich vielleicht bei der Schleimfarm weitermachen. Die schon mal ein bisschen weiter ausgrabe. Und dann erstmal mit Fackeln ausleuchte. Für den Rest des Teils, des Fahrzeugs. Es dürfte bei einem Schanken so lange dauern mit einer Diamantspitzhacke. Ich habe aber nicht genug Leder für ihn, genug Bücherregale. Also ich muss mir dringend mal Leder beschaffen. Ich muss wieder also Zucht betreiben. Würde ich schon mal eine Vorbereitung machen. Alles voll Diamanten hier. Dauert nur länger, das Erz hier abzubauen. Diamant. Ein riesig großes Gold bekommen. Aber da dringend mal ein bisschen was dafür. Noch in die Experience-Punkte ein bisschen aufzubrauchen. Sonst würde ich nämlich die alle auf einmal verlieren. Inventar ist relativ leer. Ich muss also noch hier weggraben. Skelett. Weiter hier am Abgraben. Geht an relativ schnell nach innen voran. Ich muss jetzt dann nur noch die Fackeln woanders hinsetzen. Ich muss die Fackeln ausleuchten, die ich dann durch die Laternen, also durch die Kürbislaternen, ersetzen werde. Meine Diamanten kriegen ja Erfahrungspunkte. Nur Kohle abbaut, Diamantklappe zum Netzloch. Golden Eisen muss man das erstmal im Ofen packen. Also im Inventar wird ständig mit Diamanten oder Gold oder sonstigen Regalen voll. Das ist doch wie ein riesiges Goldvorkommen. Ich werde jetzt noch den Chunk hier ausgraben. Ich habe beim letzten Bild der Slime-Farmer das oben direkt mit Fackeln gemacht. Ich würde das eigentlich hier erstmal nicht machen. Das waren aber auch drei zusammenhängende Slime-Chunks, die ich da hatte, die Welt zieht. Ich muss das einsammeln und wieder ausprobieren. Alle Fackeln weg. Das ist jetzt eine dunkle Line. Das ist erstmal relativ dunkel. Jetzt muss ich mal Abstand von 5, Diagonal 1, 2, 3, 4, 5 so Fackeln setzen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Eine Hacke geht nur noch. 1, 2, 3, 4, 5, ja. So ist das schon genug ausgeleuchtet. Dass sie überall nicht Level von mindestens 8 nähert. Wenn die Fackeln hier leuchten, das dann aus. Außerdem ist hier oben noch eine Fackel. Weil alles relativ voll mit Fackeln. Machen gleich das Atom noch zu und die andere Richtung ist gleich noch das Dschungelholz treffe. Nacht aus, also schlafen wir hier. Du kannst nur nachts schlafen. Also selbst wenn das Baum wieder hier oben hingesetzt, muss ich aber erstmal machen. Und jetzt erstmal mein Inventar wieder leeren. Mit Diamanten, also mit Diamanten befreien, dann habe ich 4 Eisen und 16 Golderz. Gold reinpacken und wieder Eisen rein. Also noch Knochen und Pfeile. Die Knochen, die brauchen wir nicht unbedingt. Da habe ich jetzt einen halben Stack voll. Die Pfeile. 16 Pfeile kommen noch ein paar dazu. Und dann habe ich hier noch einen Bogen. Die Durability reicht das ja noch aus mit dem Bogen. Weil die Skelette manchmal Bögen droppen. So viel brauche ich ja gar nicht. Bruchsteine kann ich auch ein paar wegpacken. Dann kommt ein bisschen Bruchstein weg. Ein bisschen nehme ich mal mit. Die eine Leiter, die packe ich mal weg. Den einen Weizen kann ich so anders hinpacken, Weizen und Zuckerrohr. Ich habe nämlich hier einen Bohlen gestellt, wo das Weizen rein kann. Von der Farm hier. Da wird Holz gefahren. Das Zuckerrohr, das kommt hier rein. Bin ich schon jetzt bei Kürbisse gewachsen. Und jetzt zwei Kürbisse. Also jede Menge Eisen. Da sind die Augenblicke, die großes Eisen vorkommen. Dann kann ich die anderen mal abernten. Wir landen im Gebiet hier. Dann ist auch immer viel übrig. Die sich, glaube ich, die Farm sonst erweitern. Ich mach erstmal mit unten, weil ich meine Stimme Brot hat. Dann kann ich die Teile oder Weizen hier schon alles abbauen. Jetzt mal unten alles. Da wächst schon wieder was. Unten ist mal alles wieder abgeerntet. Oben lasse ich das hier nochmal wachsen. Jetzt habe ich eigentlich 39 Seeds übrig. Brauche ich nicht mehr. Und die nächsten 14 Weizen packe ich auch erstmal rein. Weil ich habe auch noch 50 Brote. Das würde leicht genug reichen würde. Am nächsten Tag gehe ich auf Erkundungsbuch. Das war das, was ich jetzt habe. Na, schon ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber so sieht es draußen aus. Und zwar ist das weiß, dunkelbraun und dann so ein Kerzenholz. Ich glaube, aus diesem Lapis Lazi Lappen muss ich erstmal so ein Banner erstellen. Diese, also hier erstmal Lapis Lazi die Blöcke herausbauen.
Und erstmal weniger Lagerplatz verschlingen. Erstmal aus diesem Lagerplatz zu gehen. Erstmal aus 9 Stacks Lapislazuli, nein, 1 Stack Lapislazuli Blöcken erstellen. Mit einer Kartenholz. So, jetzt mal ein paar mehr kann ich machen. So reicht auch für noch ein mehr und das reicht dann am Ende nicht mehr. Weil ich habe ja noch ein bisschen mehr Lapislazuli, die ich also alle mitnehmen können. So. Da kann man viel mehr Platz einsparen, weil nämlich 9 Lapislazuli-Dinger gerade mal einen Block ergeben. 16, 16, 16, 16. So, habe ich das gut übrig. Rest reicht auch wieder nicht. Aber ich meine, 2 Stacks und ein bisschen. Dann werde ich vielleicht im nächsten Part diesen Banner bauen. Ich hoffe mal auf dieser Part Banner. Daumen für oben, das ist für mich sehr lustig, die weitere Part. Teilt das Video, um dass ich bekannter werde. Und abonnieren würde bedeuten, weitere Videos von mir würde man sehen. Bis dann und ciao.